So, meine Lieben, und damit sage ich einen wunderschönen guten Morgen schon wieder vom Meer. Und ich dachte mir, ich sag mal ein bisschen was zum Beziehungsstatus zwischen Kathi und mir und auch warum Kathi inzwischen nicht mehr Teil von Vollzeit-Vanlife ist. Gleich ganz vorneweg, wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, weiter Richtung Türkei und Georgien zu fahren. Vielleicht auch für den einen oder anderen ein interessantes Reiseziel, wo er sagt, da wäre er gerne mit am Start. Wird also entsprechend wahrscheinlich in Angriff genommen. Wir müssen allerdings jetzt einmal quer durch Griechenland nach oben, um an die Grenze zur Türkei zu kommen. Also das wird einen Moment dauern, aber so sind die weiteren Reisepläne. Ansonsten ist es heute sehr, sehr schwül und warm, was das Ganze natürlich furchtbar angenehm macht. Dann sprechen wir drüber, wie ist der Beziehungsstatus zwischen Kathi und mir. Also, vielleicht als Vorgeschichte, Kathi und ich haben uns 2018, glaube ich, kennengelernt. Kathi hat sich gerade scheiden lassen und ich kam so aus dem Studium raus, wo ich sehr viel feiern war, sehr viele Menschen kennengelernt habe und irgendwie so einen Ruhepol gesucht habe. Und irgendwie hat sich das mega gut ergänzt. Und wir sind ganz ursprünglich zusammen ans Nordkap gefahren und haben festgestellt, ja, das Reisen miteinander funktioniert. Wir ergänzen uns da sehr, sehr gut. Und seitdem reisen wir im Prinzip zusammen durch die Weltgeschichte. So, wir haben verschiedene Konstellationen ausprobiert. Wir haben es probiert in einem Van. Das war nicht so gut, weil es einfach aus unserer Sicht verschiedenste Nachteile mit sich bringt, die für uns keinen Sinn machen. Zum einen müssen wir beide arbeiten, sind halt auch einfach bestimmte Situationen, wo man sagt, okay, man braucht einfach seinen eigenen Rückzugsort und jeder braucht so seinen Raum, auch so mit seiner eigenen Ordnung, mit seiner eigenen Sauberkeit, mit seinem eigenen Stuff, mit dem, was halt privat ist. Aus unserer Sicht war das die sinnvollste und schlauste Entscheidung. Kathi wollte das am Anfang nicht wirklich, weil sie dachte, es bedeutet Instant-Trennung, jeder hat seinen eigenen Van und jeder macht sein eigenes Ding. Wir haben es aber dann ausprobiert und Kathi hat festgestellt, hey, das ist wirklich total genial, ja? Weil jeder im Prinzip auch seinen eigenen Raum hat, wo halt eben das tun und lassen kann, was er möchte. Wenn es jemand hinlegen will, wird er dabei nicht gestört. Wenn jemand ein Buch lesen will, kann er ein Buch lesen und ansonsten ist das halt sehr, sehr flexibel. Jetzt sind wir eine Weile so durch die Gegend gereist und wir sind auch von den Charakteren her relativ unterschiedlich. Das bedeutet, Kathi ist vom Wesen, vom Geist her, eher so jemand, der recht konsequent den Weg geht. Und ich bin jemand, der hat heute die Idee, der hat morgen die Idee, probiert viel aus, macht viel und versucht dabei möglichst kreativ zu sein. Was jetzt nicht heißen soll, Kathi ist nicht kreativ, aber ich glaube, ich bin da eher der sprunghaftere Part. Bei der aktuellen Situation, was ihr jetzt im Prinzip auf YouTube seht, dieses, was so ein bisschen wirkt wahrscheinlich wie on-off, ist einer Situation geschuldet, wo es halt eben vom Wetter her sehr, sehr anstrengend für uns beide war. Von dem, was du tun kannst, wie du dich bewegen kannst, also auch draußen außerhalb vom Wohnmobil bewegen kannst und wie du selber so mental drauf bist. Ja? Also viel Regen, viel Kälte, viel im Wohnmobil gesessen, 24/7 irgendwie Zeit miteinander verbracht. Jeder hat so seine Ideen und jeder hat so seinen Drang nach, nennen wir es Freiheit, ja, obwohl das Leben hier ja eigentlich schon relativ frei ist, aber trotzdem hat so jeder dann die Ideen, die er im Kopf hat und sagt, okay, Kathi ist so der Typ, die würde dann in so einer Situation am liebsten einen Rucksack aufziehen und 800 Kilometer Strecke machen zu Fuß. Ja, und ich bin derjenige, der sagt, okay, jetzt in die Arbeit reinknien, Action, Action, Action und sich dann auch ziemlich ans Limit fährt. So, also das war die Ausgangssituation und im ersten Zug, wo wir das erste Mal auseinandergefahren sind, war es halt so, dass wir uns wirklich so auf den Zeiger gegangen sind. Wie gesagt, 24/7 miteinander. Und irgendwie ja, war das mental, ist das total auseinandergedriftet. So, wo wir dann auch gesagt haben, okay, es ist sinnvoller, wenn erstmal jeder sein eigenes Ding macht. Nach wie vor der Vorteil, wenn du zwei Fahrzeuge hast, du hast halt auch die Möglichkeit für eine gewisse Zeit. Ich glaube, beim ersten Mal war es ein bisschen mehr als eine Woche. Und im aktuellen Stadium sind es, glaube ich, 2-3 Wochen oder sowas, wo wir ohne einander gereist sind, auch eigene Erfahrungen gemacht haben. Und auch das ist halt ein grandioser Vorteil. Wenn du dann alleine fährst, kannst du Erfahrungen machen, die du halt
vielleicht zu zweit nicht machst. Ja? Ob das jetzt Leute sind, die du triffst oder kennenlernst, ob das dein eigener Tagesablauf ist, den du wieder entdeckst, weil wir haben halt, wenn wir zusammenstehen, meistens einen gemeinsamen Tagesablauf, wann die Hunde Futter haben müssen, wann es Kaffee gibt und. Das ist halt relativ alltäglich tatsächlich, wenn du so zusammenstehst. Und da entdeckst du dann mal wieder so, okay, worauf legst du denn persönlich Wert? Also gar nicht so unsinnig. Und jetzt im aktuellen Status, wo ich wieder alleine losgezogen bin, war allerdings der Ausgangspunkt ein anderer. Wir haben uns in Kalamata wieder getroffen. Also haben wir vereinbart, dass Kati nach Kalamata kommt, wo ich stehe. Zeit miteinander verbringt. Ich habe aber dann festgestellt, okay, ich muss jetzt ein bisschen was Kreatives ausprobieren, wo für Kati einfach in diesem Moment, ja, rein von diesen alltäglichen Abläufen und der Experimentierfreudigkeit, die ich gerne an den Tag legen wollte, hat einfach, das war zusammen nicht möglich. Ja. Kathi hat einen sehr, sehr geregelten Tagesablauf mit ihrer Arbeit, die sie macht. Bei mir ist das relativ flexibel und schwierig. Plus, dass natürlich noch die Frage zu klären war, und darauf kommen wir gleich zu sprechen, warum Kathi nicht mehr Teil von Vollzeit Vanlife ist. Aber das war so das Ding, wo ich gesagt habe, okay, pass auf, da unten ist irgendwo im Kadermilli auf dem Manifinger gibt es ein Geisterdorf. Da fahre ich jetzt hin, mache entsprechend Aufnahmen und versuche mich da kreativ auszutoben, wobei mich keiner stört, wobei mich keine anderen Hunde stören. Also andere Hunde im Sinne von Katis zwei, die auch grundlegend anders erzogen sind als meine beiden. Was auch nicht wertend oder schlecht gemeint sein soll, aber sie hat ein anderes Erziehungsmuster. Und wenn alle vier Hunde zusammen sind, ist das halt manchmal einfach, ja, schwierig. Und auch in konzentrierter Arbeitsweise, ja, wo ich meine zwei einfach ins Auto packe und sage, okay, jetzt machst du was, auch manchmal schwierig. Oder du fühlst dich halt schon tendenziell gestört durch die Möglichkeit, dass vielleicht gleich die Hunde irgendwie eskalieren oder was weiß ich was. Also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Das ist auch tatsächlich im Moment meine Perspektive. Vielleicht macht Kathi auch nochmal ein eigenes Video, mal gucken. Aber wie gesagt, wir kommen gleich zu dem Punkt, warum Kathi eigentlich nicht mehr Teil von Vollzeit Vanlife ist. Ja, also das war der aktuelle Punkt, wo ich gesagt habe, hier Kathi ist nicht böse gemeint, bedeutet auch nicht irgendwie Trennung oder sowas, aber ich muss einfach mal irgendwie alleine losziehen, ohne dass wir Beef miteinander haben, ja, und dass ich einen Kopf frei habe und ein bisschen was Kreatives machen kann. Und das im Prinzip war jetzt der Ausgangspunkt für das aktuelle alleine weiterreisen. Ich glaube auch für uns beide zu sehen, vermisst man den anderen oder nicht? Und das ist halt auch so ein Punkt, wenn du 24/7 Zeit miteinander verbringst, herauszufinden, vermisst man den anderen, weil du gehst ja halt auch manchmal tierisch auf den Sack. Ja, das ist einfach so. Obwohl du zwei Vents hast, obwohl sich auch jeder zurückziehen kann, geht dir das trotzdem irgendwie auf den Sack an bestimmten Punkten. Ja, vor allem, wenn da das Wetter auch noch mies ist oder so. Das hatten wir jetzt im aktuellen Fall nicht. Da war es halt wirklich eine Kreativentscheidung. Aber grundlegend kannst du dir da auch ganz schön auf den Sack gehen. Und da muss man sich halt auch vorstellen, in der Art und Weise, so zusammen zu reisen und Zeit miteinander zu verbringen. Es ist halt freundeskreistechnisch wirklich schwierig, weil du nicht wie zu Hause deinen besten Freund oder deine beste Freundin irgendwie in greifbarer Nähe hast und sagen kannst, okay, pass auf, ja, ich fahre jetzt mal zur Freundin oder ich fahre zum Freund, sondern du verbringst halt ausschließlich Zeit miteinander. Du reflektierst auch ausschließlich über diese Konstellation, also sprich, da gibt es auch wenig irgendwie, wo du sagst, okay, da ist aber jetzt ein anderer Reflexionspartner oder was auch immer, ja, so wie du das in einem normalen Leben hast, weil du halt im Vanlife schon relativ isoliert bist. Freundschaften sind meist nur von einer bestimmten Dauer und auch meist relativ oberflächlich oder manchmal kurz und unheimlich intensiv, aber trotzdem driftet das dann am Ende auseinander und da ist dann einfach auch so dieser Punkt, wo du sagst, okay, ich muss jetzt erstmal auf mich selber klarkommen, mit meiner eigenen Gedankenwelt. Hinzu kommt, dass dich halt auch mental manche Dinge irgendwie, seien es die falschen Plätze oder wie gesagt das Wetter oder dass mit dir selber irgendwas nicht stimmt oder so. Ja, also ne, da, um auf Level zu kommen, macht es halt manchmal Sinn, getrennt zu fahren, herauszufinden, steht man wirklich freiwillig noch beieinander. Oder gibt es keinen Sinn mehr? Es ist praktisch eine immer mal wieder Evaluierung vom Beziehungsstatus. Und das war mir damals, wo wir diese Zwei-Wenn-Lösung geschaffen haben, relativ wichtig, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mit jemandem reisen, wo du ein Wenn zusammen hast, irgendwo am Arsch der Welt bist und sagst, ja, eigentlich funktioniert es nicht mehr, aber was wollen wir jetzt machen? Ja? Also ich wollte gerne eine Zwei-Wenn-Lösung, besonders vor dem Hintergrund, dass man sagen kann, okay, wenn man feststellt, es funktioniert nicht mehr miteinander, dann kann man sagen,
das war's und tschüss. Ja? Also so, genau so einfach. Und wenn das eben nicht passiert, dann verbringt man Zeit miteinander, weil man gerne zusammen ist. Also so meine Denkweise. Weiß, kann auch nicht jeder nachvollziehen, aber so ist tatsächlich meine Denkweise. Das bedeutet, der Beziehungsstand heute zwischen Kathi und mir, und in dem einen oder anderen Video hat man es ja gesehen, dass wir auch hier am Elea Beach wieder zusammenstehen, ist, dass wir festgestellt haben, wir müssen bei der Beziehung noch einiges optimieren, das ist aber immer so, so entwickelt sich eine Beziehung, aber vor allem, dass wir halt an bestimmten Punkten dazu neigen, dem anderen irgendwie nicht die nötige Freiheit zu schenken, ja? Sowohl gedanklich als auch vom Tun her, und dass es wichtig ist, halt eben sich auch selbst als Einzelperson in diesem Vanlife, und das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum man diesen Lebensstil macht, um sich selbst zu finden, um sich selbst zu verwirklichen und natürlich auch selbst weiterzuentwickeln. So, und wenn das halt eben stuckt ist, weil man sagt, ja, jetzt macht man halt nur noch Sachen miteinander, schottet sich von allen anderen ab, aber man sollte sich halt nicht anfangen aufzulösen und zu so einer, ja, verschmolzenen Masse zu werden. Und genau darauf haben wir uns geeinigt, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen weiter miteinander reisen, definitiv. Ich meine, wir machen das jetzt schon über fünf Jahre, aber wir wollen halt an der Beziehung an sich ein bisschen was ändern, ein bisschen was anders machen. Ja, jeder hat so sein Ding und jeder kann sich auch da entsprechend ausleben, ohne den anderen vielleicht in irgendwas reinzuzwingen, wo er sagt, das ist nicht das, was ich möchte. So. Und genau mit dem kommen wir zu dem Punkt, warum Kathi nicht mehr in den YouTube-Videos erscheint. Kathi ist grundlegend ein sehr analoger Mensch. Ja, das ist vollkommen in Ordnung, das liebe ich an ihr, weil sie halt nicht die ganze Zeit am Handy hängt und irgendwas im Internet tut oder am Laptop sitzt oder was weiß ich was. Aber aus der Situation heraus hat sich auch gezeigt, dass dieses ganze YouTube-Ding und Co. nicht ihrs ist. Also das ist nicht das, was sie machen möchte. Es ist nicht das, wofür sie ihre Freizeit investieren möchte. Kathi würde sich am liebsten, wenn es nach ihr ging, ein Stück Land holen und sich um irgendwelche hilfebedürftigen Tiere kümmern. Während mein Ding hier YouTube, ich liebe es einfach. Ich liebe es, Videos zu machen. Ich liebe es, in dieser Art kreativ zu sein. Aber genau da geht es dann halt auch auseinander. Und ich glaube, das war auch mit ein Grund vielleicht für die erste Trennung, weil ich gesagt habe, okay, ja, wir müssen Aufnahmen machen, wir müssen irgendwie Aufnahmen zusammenbekommen, damit wir das zeigen können und. Kathi von mir immer mehr gefordert wurde in dem Bereich, weil ich am Schneiden war wie ein Irrer. Und am Ende des Tages, ja, hat sie von mir einen Druck bekommen für irgendwas, was sie überhaupt nicht machen möchte. Es gab zum Beispiel eine Situation, wo wir an so einem Platz in Griechenland waren, wo sie noch ein Shelter für einen Hund gebaut hat, wo dann Kommentare kamen, ja, wie kannst du dem Hund das geben und keine Ahnung was. Ja, und da, sie steht halt einfach nicht drauf. Sie steht nicht drauf, dass Hinz und Kunz ihre Kommentare dazu abgeben, was sie tut. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich mache den Spaß im Internet schon wirklich lange. Ich bin da in vielerlei Hinsicht mit Sicherheit abgehärtet, wo ich mir denke, ja, laber doch, oder was interessiert es mich, was du dazu zu sagen hast. Ja, aber für Kathi ist das halt weitestgehend Neuland. Und wir haben dann zusammen entschieden, dass ich gesagt habe, okay, für mich ist YouTube Vollzeit-Vanlife, das ist genau das, was ich machen möchte. Und Kathi hat gesagt, nee, für sie nicht. Und wir haben dann zusammen entschieden, dass ich den Kanal im Prinzip alleine weiterführe. Sie mit Sicherheit auch in den einzelnen Videos immer mal wieder auftaucht oder auch was in die Kamera sagt, wenn sie Lust dazu hat. Aber grundlegend, dass eben mein Projekt ist, ja, ich dieses Projekt weiterführe. Ich versuche, die Eindrücke festzuhalten. Ich tue das am Ende des Tages. Natürlich auch für YouTube, aber auch vor dem Hintergrund, da sage ich immer wieder, mir in 10 Jahren anzugucken, was ich damals vor 10 Jahren gemacht habe oder in 20 Jahren oder irgendwann, wenn ich alt bin, ich denke, das ist unbezahlbar. Ja, und von daher halte ich die Eindrücke gerne fest, teile die auch mit euch, erfreue mich daran. Ich schaue mir auch so zwischendurch immer wieder ältere Videos an, wo ich sage, hey cool, den Platz hatte ich eigentlich schon fast vergessen. Ja? So, aber das ist halt der Hintergrund, warum Kathi in den Videos nicht mehr erscheinen wird und warum das nicht ihre Welt ist. Ja, und ich kann es auch verstehen. Also sie Kamera irgendwie, Kameraführung oder mit der Kamera irgendwas zu machen oder rum zu experimentieren, ist überhaupt nicht ihre Welt. Videoschnitt sowieso nicht. Ja. Vor der Kamera zu labern, da hat sie sich tatsächlich sehr gemacht, wie ich finde. Ja, sieht man in den letzten Videos auf YouTube, dass sie da wirklich alle Achtung, ja, ich meine, sie hat das vorher nie gemacht. Sie hat nie vor einer Kamera gestanden, hat nie eine Kamera so in der Hand gehabt, sich ins Gesicht gehalten und irgendwas rein erzählt. Und da hat sie halt, weiß ich nicht, mega, mega viel dazugelernt. Also finde ich klasse. Das bedeutet, am Ende des Tages
ich werde diese Reise auch jetzt in die Türkei Richtung Georgien weiter verfolgen mit den Videos auf YouTube, mit den Ideen, die ich dazu habe. Und das sind so die Pläne, wie es weitergehen soll. So, wenn ihr Fragen zu diesem Beziehungsstand habt oder irgendwelche Dinge, die ich vielleicht in dem Video nicht gesagt habe, dann gerne einfach kommentieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich, ich denke mal am Donnerstag, könnte vielleicht noch ein Video kommen. Aber auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video, entweder hier auf Patreon oder auf YouTube. In diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Vielleicht das auch noch erwähnt. Ja, ich freue mich wirklich über jeden, der hier joint, ja, und wo man so das Gefühl hat, okay, krass, da geht es nicht nur um, ey, wo ist das Freibier, sondern da geht es darum, hey, cool, dass du das machst. Ja, vielleicht das auch noch erwähnt, im nächsten Video habe ich halt eine Drohne einfach mal für 600 Euro mehr versenkt. Ja, das sind halt alles so Sachen, wo man sagt, ist schon nice, wenn nicht nur die Leute, die rumnölen und sagen, hey, der Sound ist aber scheiße, ja, sondern halt auch Leute da sind, die das Ganze vielleicht noch nicht mal nur monetär, sondern auch wirklich anhand von Kommentaren zu schätzen wissen. Ja, eine Silvia ist da zum Beispiel eine, die zu nennen ist, wo ich sagen kann, mega krass, dass ihr auffällt, dass sich die Videos wandeln, dass da echt Mühe dahinter steckt, ja, dass es Mühe kostet, diese Musik auszusuchen, dass es Mühe kostet, ja, auf die Musik zu schneiden, was gar nicht so easy ist, und dass halt der Schnitt ultra lange dauert für so ein Video, ja, so, und das sind halt so Sachen, ich mache es überwiegend am Wochenende, ja, und das sind halt so Sachen, wenn die gewürdigt werden, egal auf welche Art und Weise, das freut einen einfach persönlich. Ich hoffe, ich habe nicht die ganze Zeit zu ernst geguckt, weil die Sonne blendet, es ist ultra schwül. Und ich freue mich ein bisschen, wenn wir Richtung Wochenende hier den Abflug machen, weil das war jetzt wirklich lange hier. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Video, entweder hier oder auf YouTube. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao.